Ich weiß natürlich nicht, ob das bei jedem so ist, aber bei mir ist es so. Und bei den meisten Leuten, mit denen ich mich unterhalten habe, ist es auch so. Wenn ich in eine Situation komme, in der eine Gefahr auf mich lauert, ein Problem kommen könnte oder auch schon, wenn etwas Unangenehmes passieren könnte, dann fängt mein Gehirn an, so eine Art Parallelwelt, sage ich jetzt mal, zu schaffen. Also der Begriff passt am besten, weil es das einfach am besten beschreibt. Aber dann fängt mein Kopf an, eine Parallelwelt zu schaffen. Im Sinne von, was könnte passieren? Was hätte das für Auswirkungen für mich? Und was könnte ich machen, vorher als auch nachher? Und somit fängt man an, eine wirklich wahre Situation, egal um was es jetzt gerade geht, auszubauen in alle Richtungen, die einem irgendwie einfallen. Und bei mir mit der Krebstherapie ist das meistens so die Richtung, dass ich mich dann frage, was könnte passieren? Und wie könnte ich da wieder rauskommen? Oder was könnte das für mich für eine Bedeutung haben? Meistens ist das so, dass ich anfange, mir vorzustellen, so was das Schlimmste ist, was passieren könnte und was das für mich für Auswirkungen hat. Und sowas scheint auch eigentlich ganz normal zu sein. Vielleicht nicht in so einer Häufigkeit wie bei mir, aber an sich scheint das viele so zu machen. Und damit meine ich, dass viele diese Denkweise auch haben und dass ich damit sozusagen nicht allein bin. Und um es einfach kurz zu fassen, ich glaube, der Gedanke dazu ist verstanden, aber mittlerweile habe ich es eigentlich ganz gut im Griff. Und das kommt daher, weil ich es einfach gelernt habe zuzulassen. Es ist okay, mal Angst zu haben. Es ist okay, mal so über solche Probleme zu fantasieren. Und das befreit einen auch irgendwie davon, diese Gedanken die ganze Zeit in sich zu haben. So, es ist so eher im Sinne von, man lässt es dann los. So, ein Tag gönne ich mir immer, oder was heißt gönne ich mir immer? Einen Tag erlaube ich mir immer, traurig zu sein und über solche Sachen auch nachzudenken. Und dann ist mein Kopf in der Hinsicht irgendwie zufriedengestellt. Eher sage ich schon. Mein Kopf macht dann damit keine Probleme mehr. Und das war für mich ein sehr langer Weg, das irgendwie auch zuzulassen. Und dabei ist es auch absolut in Ordnung, irgendwie mal zu weinen. Oder seine Angst irgendwie dementsprechend Ausdruck zu bringen. Denn ich weiß auch, dass nahezu nichts mehr in der Lage ist, mich wirklich aus der Fassung zu bringen. Also so für einen Tag ist es okay, aber ich weiß trotzdem, dass das alles nur wie in einer Parallelwelt ist und alles nicht so sein muss. Aber diese Verarbeitung davon muss auch irgendwie, zumindest bei mir, stattfinden. Und so denke ich da einen Tag drüber nach. Und fühle mich dann einen Tag nicht so gut und hau mich dann ins Bett und höre traurige Musik und was weiß ich nicht alles und mache mir über dies und jenes Gedanken. Und am nächsten Tag ist es weg.
Und passieren könnte ja trotzdem irgendwie was. Aber ich habe das dann für mich irgendwie begriffen, das loszulassen und daraus zu lernen. Und bis heute funktioniert es gut. Und ich habe die Denkweise auch noch nicht so lange und somit wollte ich das einfach weitergeben, falls es anderen auch irgendwie was bringt. Warum erzähle ich euch das überhaupt? Weil ich gerade in so einer Phase drin bin. Denn morgen ist Chemo- und Antikörpertherapie.